Donnerstag startete die Landeshauptstadt Düsseldorf ihr neues Serviceportal service.düsseldorf.de. Hier sollen Bürgerinnen und Bürger ab sofort Online-Behördengänge tätigen können. Vorgestellt wurde das neue Serviceportal dabei von Professor Dr. Andreas Meyer-Falke und dem Oberbürgermeister Thomas Geisel. Wir haben alle die Online-Dienste, die wir bislang auch schon hatten, die wir an ganz vielen anderen Stellen im Internet irgendwo verteilt hatten, auf den einzelnen Seiten der Ämter an einer Stelle gebündelt. Wir haben also ein Portal, der Name sagt es schon, eine Tür geschaffen, durch die man jetzt durchgehen kann und dahinter zu allen Online-Diensten und zu unseren ganzen Formularen, die wir abgelegt haben, an einer Stelle tatsächlich einen Zugang hat. Es sind, damit man das ungefähr mal einordnen kann, 40 wirklich Online-Dienstleistungen und 340 Formulare. Das ist jetzt erstmal nicht schön. Unser Ziel ist, diese ganzen 340 Formulare natürlich auch in einen Online-Prozess einzubinden. Aber wir haben uns gedacht, bevor wir die Bürgerinnen und Bürger so lange warten lassen, bis das alles in, wenn wir Pech haben, mehreren Jahren erst funktioniert, weil wir nicht alles alleine machen können in Düsseldorf, gehen wir jetzt Schritt für Schritt voran und man kann uns sozusagen über die Schulter gucken, während wir das entwickeln. Alle online verfügbaren Dienstleistungen der Verwaltung werden in dem neuen Portal gebündelt. So können 39 Anliegen online an die Verwaltung weitergegeben werden und zu 340 weiteren Dienstleistungen Formulare heruntergeladen werden. Einige Mankos des neuen Systems stellt CDU-Ratsherr Pavle Mazerov bei der Präsentation jedoch fest. Ja, ich meine, man muss ja schon als Erfolg feiern, dass es überhaupt gekommen ist. Es ist gekommen mit vielen Verspätungen und wer sich jetzt anschaut, welche Funktionen dieses Serviceportal beinhaltet, dann ist es eine reine Übersichtsfunktion. Es ist nicht so, dass da ein Großteil der Dienste nun online abzuhandeln wäre. Dieser Eindruck wird fälschlicherweise hier erweckt. Es ist etwas, was der erste Schritt sein kann, aber es ist insgesamt natürlich viel zu wenig, um die Bedürfnisse der Bürger für digitales Government zu erfüllen. An den Funktionen hat sich leider nichts verbessert. Nur die Maske wurde anders gestaltet, aber wenn Sie einen Termin brauchen online, dann sind Sie immer noch in der misslichen Situation und wir haben es eben gerade live auch hier gesehen bei der Präsentation, als wir das aufgerufen haben. Der nächste Termin war in einem Bürgerbüro am 27. und der Rest war bereits ausgebucht. Die Problematik bleibt bestehen. Dieses digitale Portal löst wenig Probleme und demnach kann es so nicht bleiben und muss schneller und besser für die Bürger weiterentwickelt werden.